Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Part 2 von Pudding Strike. Ja, wir beginnen jetzt mit Level 11. Ah, interessant. Ah, hier sind diese Gummiteile. Okay, dann geht's los. Gut, das war jetzt nicht wirklich viel Zerstörung, aber. Wie der da jetzt gerade hier so rumhüpft, wie Verrückte. Ja, was ist das denn, ey, sag mal. Komm los. Wer hat da jetzt da was zerstört, oder was? Oh, nur noch einer ist da. Komm, zerstören. Ja. Zerstören, zerstören. Schon ins nächste Level ab, komm schon. Oh nein. Nein, Level verloren. Es ist eine Frage der Zeit, ob wir es wirklich schaffen, Welt 1 und Welt 2 durchzukriegen, durchzuspielen. Ob wir es wirklich so machen, so viele Parts. Okay, gleich mit dem ersten. Wir wirklich so viele Parts machen oder nicht? Wow, 3 Sterne. Ich bin 11 Jahre alt. Ja. 3 Sterne. Ah, hier gibt's was Neues. Und zwar Käse. Ah, hier ist wieder so ein neuer Birdie. Also so ein neuer. Ah, Jelly Birdie. Und zwar, der macht Käse zerstören. Man sieht es jetzt hier. Er lässt Käse zerschmelzen. Das ist nämlich ein ganz komischer Vogel oder so. Ganz komischer Jelly Birdie. Ah, Mist, jetzt habe ich ihn nicht da oben auf den Käse landen lassen. Ist eigentlich auch ganz lecker. Käse in einer Süßigkeitenwelt ist eigentlich nicht so. Müssen eher Bonbons oder so sein. Das sieht ja eher schon mehr nach Süßigkeit aus. Na, was war denn das jetzt? Der kann ja gar nichts zerstören. Ey, nicht mal den da unten. So, du Käse. Lass es schmelzen. Oh yeah, Baby. Oh yeah. Lass es schmelzen. Yeah, Käse. Yeah, 2 Sterne. Ich hatte vorher 1 Stern. Ob das so wirklich war, weiß ich nicht. Oh. Ah, das ist so ein Level. Da muss man genau zielen. Da habe ich ein paar Mal ausprobiert. Ja, ich daneben getroffen. Aber wir haben ja noch ein paar. So. Nächster Versuch. Oh, ist wieder diese gleiche Linie. Ich glaube, da müssen wir jetzt wohl doch neu starten. Weil der andere kann keinen Käse zerstören. Ach, was? Oh, ich dachte, das wäre der normale. Aber es ist die Bombe. Ach, den hätten wir jetzt natürlich. Ah, ja. Gut, dieser Käse. Ja, wir haben gut getroffen. Ja. Und zerstörst du den gleich am ersten? Ja, prima. 3 Sterne. Yeah, 3 Sterne. You baby. Ab ins nächste Level. Oh, ja, hier ist mal wieder eine Frage der Zeit. Ah, hier sind diese komischen. Ist das eigentlich Speed oder was? Wind oder Jelly Birdie oder so, was das ist? Auf jeden Fall ist das ein sehr süßigkeiterischen Vogel, sag ich jetzt mal so. Und mal gucken, ob wir da jetzt gut treffen. Das sieht nämlich sehr schwierig an der Ecke dort aus. Und nein, wir treffen nicht. Na, wir haben ja noch 2. Hoffentlich schaffen wir das. Oh, ich glaube, jetzt trifft er da oben. Ja, jetzt trifft er da oben auf diese Teil da. Komm, los, einen haben wir noch. Das schaffen wir doch, oder? Nein, Level fährt. Gibt er auf oder was? Das gibt's doch nicht. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja weiterkommen. Wir wollen ja mehrere Parts machen. Dass wir das Ganze so schnell wie möglich hinterkriegen. Yeah.
Ah, voll auf die Kante. Also das Spiel wurde gestern oder wurde. Nee, es wurde heute im App Store sozusagen dort verkauft und wurde an App Stores weltweit geschickt. Und das ist das brandneue Update von dem Spiel Pudding Strike. Das habe ich mir heute heruntergeladen. Hab's dann gespielt, aber nach einer Weile, wie wir dann ja aber vom Anfang gesehen haben, da habe ich gedacht, warum denn wieder am Anfang? Oh nö, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ja, das habe ich mir dann heruntergeladen. Auf jeden Fall ist das ein sehr schwieriges Update. Auf jeden Fall wird sich das so krönen lassen. Jetzt ist mal wieder die Frage der Zeit, wie wir die beiden da kriegen. Komm. Wir sitzen wieder so lange an dem Level dran. Also, den bekommt man doch gar nicht. Das ist doch wirklich richtig schwierig. Also knifflig kann das jetzt auch wieder nicht sein. Nein! Nein, 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 nein. Los, komm. Ich will ins nächste Level. Ich will jetzt bitte wieder nicht so lange an den Level rumhacken. Denn das wäre nämlich richtig pleite. Gut, der hat die zwei zerstört. Und wir haben ja noch vier. Vielleicht haben wir Glück und wir schaffen es jetzt. Na? Ja! Geschafft! Oh, der ist auf dem anderen geprallt. Wow, 3 Sterne. Na, das nenne ich doch mal ein Strike. Ah, hier geht's mir nämlich schon los. Ah, hier sind diese Splitty. So. Split. So, zerstör den Rowdy. Tja. Nämlich so geiles Game. So ähnlich wie Angry Birds. Das ist nämlich so der Hammer. Außerdem, die können irgendwie ein bisschen mehr zerstören als alle anderen. Aber die Bombe, die kann ja sowas von zerstören. Ist so ähnlich wie Terrence. Aber das scheint ja jetzt wirklich was zu krönen. Ja, los, schubst ihn um da. Kill ihn. Gut, dann müssten wir noch den anhang. Gut, der den jetzt zerstört. Nee, ich dachte. Ah, da hinten ist nämlich noch einer. Der ist nämlich gut versteckt. So. Hoffentlich komme ich da auch hin und schaffe es. Yeah. Flying. Ja, komm, bitte. Yeah. Herr, kill. Yeah. Also, das ist so Hammer. 1 Stern, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ah, hier ist der Käse. Hier ist wieder diese Käse-Birdie. Schmelz, yeah, der kann nämlich sogar, der kann nicht nur Käse zerschmelzen, sondern Schokolade. Ach, lecker Schokolade. Mir fließt schon der ganze Speichel im Mund. Gut. Ui. Hä? Geschafft? Ist ja lustig. Ah, Käsekessel. Ah, ja. Ja, gut, jetzt lass alles schmelzen. Oh ja, Baby. Nein, so geht das nicht. Nein. Ich hätte den lieber da oben hingemacht, dann hätte der gleich auch am Anfang den zerstört. Oh, jetzt kommt dieser nichtszerstörerische Jungle. Nee, der schubst nur die Teile um. Punkte macht er eigentlich fast gar nicht. Ich finde den Käse am besten. Der lässt so alles zerschmelzen. Aber die schleudern nicht, oder was? Ja, komm, Baby. Nein, was bist du denn für ein Audio? Aber jetzt mache ich das gleich am Anfang da oben. Das ist schon wieder 9 Minuten, oder was? Oh, so, lass den schmelzen. Oh nein. Nein. Los, komm.
Lass alle schmelzen. Baby, Baby. Ja, das ist perfekt. Nein, wieso hast du denn den da jetzt nicht? Nein. Nochmal. Komm, bitte jetzt diesmal da oben. Oh, jetzt habe ich wieder so weit oben. Oh, jetzt ist der da über dieses Teil. Ist wirklich nicht so leicht, wie ich dachte. Auf jeden Fall, hoffentlich kommt irgendwann mal ein neues Update. Irgendwie weitere Welten oder so. Wenn weitere Welten kommen, dann werde ich euch Bescheid sagen. Und dann werden wir loslegen und wir zusammen wieder weiter spielen. Vielleicht gibt es auch neue Gummibirdies und so. Dann werden wir weitersehen, welche Episode feststeht. Aber ich glaube, das Update war's. Die zwei Episoden. Ich glaube, das hat für den Spielern, die dieses Spiel gemacht haben, gereicht. Komm, jetzt bitte da diesmal oben. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Fast. Ja, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh, jetzt bitte am An. Ja, er hat ihn zerstört. Oh, 3 Sterne. Woher hatte ich einstellen? Ob das wirklich so war, weiß ich nicht. Aber hier ist die Sprungplatte, die Sprungmatte. Ab hier beginnt es schon langsam. Trampolin. Und kommst du nach oben? Nein, natürlich nicht. Aber wir haben mehrere Versuche. So. Ja, es war jetzt eindeutig zu weit. Wir müssen irgendwie eine Technik aussuchen, dass der da oben rankommt an die. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube so. Ich glaube. Nein, der kommt da nicht dran. Der kommt da nur bis zu die Kante des Randes. Ich habe es schon mal geschafft. Ich hatte es fast durchgespielt. Dieses Spiel. Oh, jetzt ist er da unten angeprallt. Oh, wir müssen schon langsam bald Schluss machen. Im nächsten Part sehen wir uns dann wieder weiter. Jetzt müssen wir das Level noch machen. Wenn wir es bis dahin nicht schaffen und wir zu lange an dem Level sitzen, müssen wir in den nächsten Part dann weitermachen. Mit dem Level. Ja, wie gesagt, das wird dann irgendwann so sein. So, komm. Das ist jetzt meine letzten 3 Schüsse. Ab dort mache ich dann Ende. So, komm, jetzt bitte. Oh ja, das war Papi. Nein, jetzt ist er da oben wieder. Aber irgendwie so muss man die abschießen. Ich weiß nicht, welche Technik man noch benutzen kann, aber auf. Fast. Nein, jetzt ist er. Na. Die prallen immer oben an. Es ist zu weit oben. Wie ich es gemacht habe. Na los, komm. Und? Nein, aber es war ein Versuch wert. So, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao, ciao.